Einen schönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum jetzigen JFD Live Trading TV am heutigen Dienstag. Hätte ich was schon Mittwoch gesagt, ganz genau am Dienstag, 16.06. Mittwochmorgen. Deswegen interessant, weil wir morgen den Fed-Event haben und die Anleger, ja, ich will nicht sagen flüchten, aber nehmen doch schon ein Stück weit Reißaus aus vor dieser Entscheidung. Und wir sehen den DAX heute wieder sichtlich schwächer. Und insofern auch mit neuem Mehrmonatstief. Also die Party gen Süden hält hier weiterhin an und wir sehen beim DAX jetzt eben hier die weitere Schwäche, die, wenn wir uns jetzt direkt mal den Tagesschart anschauen, auch begrüßt wurde, gerade unterhalb eben hier dieses Gaps von gestern. Und der DAX geht hier direkt weiter in den Kursverfall über und wir sind, und das ist jetzt auf Tagesbasis durchaus eine interessante Situation, wir sind hier knapp vor dieser unteren Trendkanallinie, dieses Abwärtstrendkanals hier in der Xetra-Indikation auf Tagesbasis. Wir müssen den Chart mal ein bisschen klären, nehmen mal die Fibos raus, nehmen jetzt hier nochmal die Pfade raus. So, und wir sehen eben, dass wir hier jetzt diese untere Trendkanallinie beinahe schon erreicht haben. Das ist eine sehr, sehr interessante Situation, denn die Möglichkeit, dass der Markt hier technisch zumindest reagiert, ist durchaus gegeben. Die Frage eben, ob es passiert, denn wir haben hier in der jüngsten Vergangenheit zu Beginn des Jahres schon so eine Stauzone gehabt, genau in diesem Levelbereich 11.000, 10.600 Punkte und genau so ein Schlagabtausch könnte jetzt hier stattfinden, insbesondere vor dem eingangs erwähnten morgen anstehenden Fed-Event. Die Unsicherheiten sind dermaßen groß, es gibt ja sogar schon Mutmaßungen, dass die Fed morgen überraschend den Zins anheben könnte. Das glaube ich eher nicht, aber man muss sich hier, wie gesagt, auf Statements sozusagen vorbereiten, die dann definitiv hier vielleicht sogar schon den Fokus relativ fixieren, zu wann es denn hier die Zinsanhebung geben wird und wie die Märkte darauf reagieren können. Das zeigt sich schon seit einiger Zeit, insofern, dass sich hier nämlich die Ängste dahingehend verdichten, dass es eben zu einer Zinsanhebung in den USA alsbald kommen wird. Und nimmt man hier die typische Einschätzung in Form dessen, dass die Märkte 6 bis 9 Monate vorauslaufen, müsste denn eigentlich hier schon eine deutlichere Reaktion erfolgt sein, sofern man denn ausgeht, dass spätestens im September die Zinsen angehoben werden. Letztlich, der Markt hat Ängste und man hat hier jetzt temporär die Möglichkeit, eine Erholung einzuleiten, doch auch die Amerikaner sehen schwach aus und gerade die Amerikaner könnten hier trotz der Erholung, die sie gestern Intraday gefahren haben, wir werden uns das heute am Nachmittag nochmal genauer anschauen, auch noch ein Stück weiter nach unten absacken und dies schürt natürlich die Gefahr, dass der DAX hier aus diesem Abwärtstrendkanal nach unten rauskippt. Und wenn er das tut, dann haben wir es hier sicherlich mit einer beschleunigten Bewegung zu tun, die dann hier ja geradezu idealtypisch zu einem Pullback in Richtung der Marke von 10.000 Punkten führen könnte. Das ist rein technisch gesehen ein hervorragendes Level für den DAX, um hier diesen Ausbruch, den wir hier gesehen haben im Januar, und Sie sehen hier diesen Horizontalwiderstandsbereich, der sich hier herleitet aus Sommer 2014 und hier eben dem Hoch von Dezember 2014 ebenfalls. Und dann letztlich gelang hier mit dieser sehr dynamischen Kerze am 16. Januar der Ausbruch und das, was dann folgte, ja, ist in einer Rallye oder ist mit einer starken Rallye-Bewegung gleichzusetzen. Und genau dieses Niveau würden wir praktisch dann hier, wenn wir hier in Richtung 10.000 Punkte gehen, nochmals erreichen und im Sinne der technischen Analyse per klassischem Pullback sozusagen ansteuern. Das ist idealtypisch gesehen auf jeden Fall eine Möglichkeit, die der DAX hat. Allerdings, wie gesagt, die Zone 10.6 und also beziehungsweise 11.000, 10.600 ist hier zunächst erstmal eine Marke, die hier auch für erhöhte Volatilität sorgen könnte. Gerade mit dem Kampf rund um diese Abwärtstrendlinie, dieses Abwärtstrendkanals. Und man achte eben hier insbesondere auf die Reaktion des morgigen Handelstages. Ein direkter Ausverkauf ist hier nicht auszuschließen, der den DAX dann auch noch direkt ein Stück tiefer führen könnte. In jedem Fall überwiegen derzeit hier ganz klar die bärischen Signale. Und dies würde sich ein Stück weit relativieren, wenn wir über die 11.000 wieder zurückkommen. Moment. Denn dann hätte der DAX hier sicherlich gute Chancen innerhalb dieses Abwärtstrendkanals. Und das kann natürlich die Fed morgen genauso initiieren, hier nochmal einen Erholungsimpuls zu starten, der dann aber hier im Maximalfall bis 11.400 Punkte gehen dürfte, um dann letztlich trendfolgend hier wieder nach unten abzukippen. Also der Markt hier eindeutig in einer Schwächephase.
Wie gesagt, sehr stark sind wir schon gelaufen. Ich rechne in jedem Falle mit weiteren Tiefs und hier mit dem Kampf rund um dieses Level der unteren Abwärtstrendkanallinie. Im Fall einer Zuspitzung bei den morgigen Fed-Events, und da muss man wirklich ein Stück weit Vorsicht walten lassen, kann es natürlich dazu kommen, dass wir direkt nach unten raussegeln. Aber das, wie gesagt, werden wir dann zeitnah bewerten. Letztlich die Tagesindikation hier weiter bärisch, obgleich hier, auch wenn ich einen Ausbruch nach unten, ein Tauziehen in diesem Bereich erwarte, obgleich es hier auch eine technische Gegenreaktion kommen geben könnte, im Zuge dessen, dass wir eben hier diese untere Abwärtstrendkanallinie haben. Das ist ganz, ganz interessant. Also richtig viel nach unten kann nur passieren, wenn die Fed hier morgen wirklich mit dem Hammer ausholt, sozusagen. Gehen wir mal in den Stundenchart hier nochmal rein. Da sehen wir die Situation des Ausbruchs auf neues Mehrmonatstief. Wir haben hier die 10,9 nach unten gerissen. Jetzt scrollen wir uns mal ein Stück raus. Das ist hier so ein Horizontallevel, was durchaus wichtig erscheint. Für den DAX gilt, wenn wir dieses Level jetzt hier ein Stück weit antesten, also praktisch hier ein Pullback vollziehen in diese Richtung, ja, dann haben wir doch das Szenario, dass es hier direkt weitergehen könnte. Denn der DAX bleibt, wie gesagt, hier in einer Schwächebewegung gefangen. Und das würde sich erst, wenn wir deutlich über 11.000 Punkte rausziehen, wieder ein Stück weit relativieren. Aber das sehe ich derzeit eher nicht am Horizont. Insofern bleiben auch hier jegliche Art von technischer Erholung eigentlich verkaufenswert. Wie gesagt, vor der Fed morgen Abend, gerade zur Pressekonferenz 20:30 Uhr, kann sich das Bild hier dann nochmal ganz, ganz schlagartig wandeln. Aber grundsätzlich ist das mal die Annahme. Wir schauen jetzt mal hier auf die Ranges, und ich habe mir jetzt erlaubt, auch immer den Xetra DAX noch dazu zu nehmen. Vor dem Hintergrund, dass es natürlich auch Sinn macht, da hier die Average True Range und die Tagesvola einzufangen. Und wir sehen hier in der 24-Stunden-Indikation, der JFD 24-Stunden-Indikation hier diesen starken Ausverkauf. Schon vorbörslich ging es ja direkt in die Knie und wir haben hier schon eine Range von 210 Pips absolviert. Wir haben hier praktisch das Tagessaldo erreicht, auch das sehen Sie hier in dieser starken Kerze. Insofern hier eine technische Erholungsbewegung nach oben jetzt sicherlich keine Überraschung, wenn sie denn kommt. Andererseits hier im Xetra DAX, also hier von 9 bis 17:30 Uhr, haben wir hier eine Range von aktuell 137 Pips und hier die True Range liegt bei 231. Das heißt, rein technisch gesehen haben wir hier, und da scrolle ich mal ein Stück weiter raus, durchaus noch Potenzial bis 10.700 Punkten. Ja, das ist genau das, wo ich mir dachte, nehme ich sie jetzt mal mit auf die Reise, um hier auch direkt zwei Indikationen, beziehungsweise einmal Xetra und einmal die 24-Stunden-Indikation reinzunehmen, da gerade hier auch jetzt hier vor dem Hintergrund der Range des Xetra-DAXes durchaus noch Potenzial nach unten bestehen könnte. Ja, und wir sehen hier das Up-Gap von heute, Down-Gap von heute, ja, die Kurslücke zum gestrigen Handelsschluss. Und dass es hier zu einem Gap-Close kommt, ist kaum anzunehmen. Insofern hier am Vorwochentief aktuell möglicherweise ein Seitwärtsgeplänkel, um dann letztlich nachfolgend nochmal hier einen schönen Satz nach unten zu machen. Und rein technisch bzw. rein statistisch wären hier noch Abgaben im Bereich von knapp 150 Punkten möglich beim Xetra-DAX. Bei der JFD 24-Stunden-Indikation sind wir hier gerade auch auf dem Vorwochentief, ganz klar, das ist gleich. Aber hier haben wir natürlich nur noch einen Spielraum, wenn wir in Richtung Tagestiefs nochmal gehen, von knapp 70 Punkten. So oder so scheint hier der DAX in jedem Falle weiter anfällig für Rücksetzer. Und wenn es jetzt hier eine korrektive Erholungsbewegung gibt, dann scheint mir diese hier in jedem Falle verkaufenswert. Also nach möglichen Umkehrkerzen Ausschau halten. Die erste Ausverkaufswelle ist gelaufen. Korrektive Erholungsbewegung. Man kann hier auch natürlich mit Fibonacci arbeiten, um dann zu sehen, ab welchem Zeitpunkt der Markt eine gewisse Umkehr erfährt. Passiert das hier im 50er Retracement Level oder aber am 61er ist das geradezu ideal. Ansonsten sollte man hier natürlich eigene Setups wählen, um hier einen Einstieg zu finden. Aber es ist trendfolgend anzunehmen, dass der DAX hier nach unten noch nicht fertig ist. Gut, liebe Zuschauer. Das wäre erstmal zur heutigen bisherigen DAX-Beschau. Wir schalten uns gegen Mittag, schrägstrich am Nachmittag nochmal auf. Und bis dahin wünsche ich Ihnen erstmal gutes Gelingen. Ihr Christian Kemmer, bis später und tschüss.